Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Transport Fever 2 von der Highland Mainline-Karte. Ihr seht es schon, hier vorne steht ein neuer Bahnhof. Das ist nämlich der von Dresden-Neustadt. Den habe ich hier schon mal in Blue Valley hingepflanzt. Ja, in der letzten Folge gab es den Absturz zum Schluss. Dementsprechend musste ich hier die Linien hier vorne nochmal neu machen. Aber das war jetzt keine allzu große Arbeit. Jetzt fahren hier ein bisschen andere Züge lang, aber das passt schon. Und was ich auch gemacht habe in der Zwischenzeit, hier oben hält jetzt ein Bus. Ich habe leider noch keinen Fernbus installiert, so als Mod. Das kommt dann jetzt auch noch. Ich werde dann mal den Steam Workshop noch durchsuchen. Aber der Bus startet hier vorne in dem Städtchen und fährt dann praktisch einmal hier so hoch. Hier schlängelt er sich hoch und kommt dann hier an. Das ist ein einziger Bus, der jetzt gerade da lang fährt. Mal gucken, ob da überhaupt in irgendeiner Form die Nachfrage da ist. Man kann ja immer noch mehr Busse machen. Ne? Hier startet er. Und wo ist der Bus? Der müsste, glaube ich, noch hier gerade in Blue Valley aus dem Depot rausfahren. Da ist er. Ja. Und vielleicht könnte man die Straße hier aufwerten. 80, ja. Dann ist er ein bisschen flotter unterwegs. Das können wir vielleicht auch noch aufwerten. So ein bisschen die Straßen aufwerten, weil wir schon gerade dabei sind. Genau, jetzt ist er ein bisschen schneller unterwegs. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob da irgendjemand hinfährt. Ich meine, das Örtchen hat halt nicht so viel zu bieten. Aber schau an, hier ist doch schon mal ein erster Fahrgast. Margot. Ja. Industriegebäude. Zwei Fahrgäste. Da ist noch einer. Maike Engel. So, sehr schön. Was machen wir in dieser Folge? Ich stelle sicher, dass Far Rapids Straßendepot ans Straßennetz angebunden ist. Ach so. Ja, hier habe ich schon mal hier diese Brückenmod installiert vom Huge Dragon. Das ist jetzt in einem Örtchen ganz, ganz weit weg von da, wo wir bisher sind. Ich wollte das einfach nur schon mal auf der Karte drauf haben. Das ist, da kommen wir noch in ein paar Folgen erst hin, denn wir sind nämlich erst nicht hier, sondern hier auch nicht mehr. Ja, hier an Arrowhead sind wir jetzt auch schon, an Scotts Grove sind wir jetzt auch schon recht lange dran gewesen. Ja, hier liegt auch allmählich ein bisschen was rum. Warum wartest du? Warte auf freie Wege. Wen wartest du denn? Achso, auf den da. Warum? Nee, auf den wartest du doch gar nicht. Hier könnte man ein Signal hinpacken. Signale. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so falsch. Ja, müsste eigentlich passen. Genau, ja, hier sind wir gar nicht, sondern hier in Blue Valley. Und hier steht jetzt der Bahnhof Dresden-Neustadt. Und der Plan ist, dass wir jetzt eine Rundlinie machen, und zwar eine Personenzuglinie von Blue Valley, einmal hier so lang. Hier einmal entlang des Bergkamms, hier nach Hermsdorf, von dort nach Givenborough und dann hier wieder zurück in das Gleis rein. Und das können wir eigentlich, ich habe gerade überlegt, ob wir es ein- oder zweigleisig machen. Wir können es aber zweigleisig machen und praktisch zwei Rundlinien erstellen, einmal in die eine und einmal in die andere Richtung. Hier ist auch schon ein Bus unterwegs, der wird auch schon angenommen, das ist gar nicht mal so schlecht. Hier würde ich eigentlich ganz gerne direkt mit einer Brücke drüber. Geht das? Das geht. Passt das von der Ausrichtung her? Ja. Welche Brücke nehmen wir denn? Irgendeine schöne. Nee. Irgendeine, die richtig schön passt. Nee. Auch nicht. Nehmen wir die hier. Brückenpfeiler-Kollision. Dann stell doch mal die Pfeile ein bisschen anders.
Komm schon, du kriegst das hin. Und vielleicht ein wenig kleinschrittiger. Brückenpfeiler-Kollision. Dann stell die Brückenpfeiler anders hin. Ja, so zum Beispiel. Dann nehme ich aber das hier nochmal weg. Hier schütte ich aber auf. Genau. Sodass wir hier direkt zweigleisig werden können. Ja. Achso, das ergibt keinen Sinn, dass wir ins gleiche Gleis reinfahren, ne? Sinnvoller wäre es nämlich, wenn wir dann praktisch von diesem Gleis kämen. So zum Beispiel. Ja. So. Auch nicht möglich. Come on. Jetzt ist der Baum möglich. Aber noch gerne in die Höhe bauen. Na gut, dann halt mit Bahnübergang. So. Und so. Dann ja, gucken wir, dass wir ungefähr hier hin kommen. Das machen wir weg. Jawohl. Passt das mit dem Bahnübergang halbwegs? Huckelt die Schiene? Solange die Schiene nicht huckelt, ist mir alles andere egal. Oh, ist okay. Hier hätte ich aber gerne einen beschränkten BU. Ebenso hier. Aber die Straße werde ich, glaube ich, nochmal neu bauen. Aber nicht jetzt. Genau. Am besten, du bleibst auf der gleichen Höhe. Geht das hier runter? Bisschen, naja. So, einmal dahin. Und dann einmal so, ein wenig nach rechts. Hier mit so einer Brücke drüber. Und zwar nämlich so. Und dann zack. Einmal gerade drüber. Nee, nee, nein. Ja. So. Und hier auch noch mal gerade drüber. Auch hier hätte ich gerne noch mal die gleiche Brücke. War das die? Naja, die. Jetzt werden hier keine Pfeiler hingemacht. Na gut, dann nehmen wir halt eine mit Pfeilern. Und du willst in den Tunnel rein, das möchte ich zu verhindern wissen. Oder das weiß ich zu verhindern. Nämlich so. So. Ein bisschen wieder wegnehmen. Dann hier einmal leicht in die Kurve rein. Aber am besten, du bleibst noch ebenerdig. Mhm.
So. Ich glaube, noch ein bisschen weiter nach dahin. Und das können wir eigentlich aufschütten. So, jetzt müssen wir gucken, wo könnte ich hier sinnvollerweise einen Bahnhof hinkommen? Eigentlich direkt hier am Wasser. Weil vielleicht einmal hier so durch die Stadt durch. Das würde ich. Da, das finde ich gut. Weg damit hier und weg mit euch. Und dann nehmen wir uns einen Bahnhof. Was ist mit. Na, jetzt hat das Spiel da schon wieder was hingestellt. So. Bahnhof Wittenbergplatz. Ist, glaube ich, ein bisschen zu groß für die Fläche hier. Na? Ja, ich dachte schon ganz kurz, das Spiel hat sich verabschiedet. Ja, gefällt mir noch nicht so ganz. Was mit dem hier? Der ist mir ein bisschen zu kurz. Oder wobei, es geht eigentlich. Nehmen wir. So, einmal kurz anschließen. Das, nein. Nö. Steigen zu raus. So passt's. Und dann können wir eigentlich in die unteren Gleise rein. Machen wir. Gleise. Vielleicht hier noch ebenerdig. So. Hier dasselbe bitte. Jetzt bist du leicht erhöht. Warum? So. Einmal hier über die Straße drüber. Und aufschütten. So, zack. Jetzt haben wir schon mal Schritt Nummer uno. Jetzt gehen wir hier in die Richtung raus und wollen dann hier nach Diebenburg, wo wir den Bahnhof hier so hin platzieren werden. Dazu einmal ein paar Gebäude bitte weg. Sorry. Und ciao. Tschüss. Bye bye. So. Dann machen wir uns das Ganze hier ein bisschen ebenerdig. So, das müsste eigentlich schon reichen. Gebäude. Könnten wir eigentlich diesen hier nehmen? Bisschen zu lang, oder? Bahnsteig, ja, wobei es geht eigentlich, sind ja nur 180 Meter, nur halt eben beide Seiten. Na, dann könnten wir aber den nehmen. Genau.
Yes, genauso. Okay, hier vielleicht ein bisschen nachplätten. Das sieht nicht ganz so gut aus. So. Nee, Gleise. Ich glaube, wir haben einen leichten Höhenunterschied, oder? Das kann man doch hier irgendwo sehen. Also wir sind praktisch hier auf dieser Ebene. Kann sein, dass der Bahnhof sogar höher gelegen ist. Ich weiß es nicht. Bauen wir hier mal ebenerdig. Ah, hier könnten wir vielleicht sogar eine Brücke hinmachen. Ups. Na. Genau. So. Und dann einmal von hier. Oh, da geht es in einen Tunnel rein. Das war mir nicht bewusst. Das will ich nicht. Hoffe ich, dass wir da reinkommen. Ja. Sehr schön. Hier nehmen wir mal ein bisschen die Bäume weg. Dann haben wir eine gescheite Sicht bei der Fahrt. So, und ein wenig angleichen. So. Dann sind wir hier. Dann müssen wir eigentlich nur noch wieder zurück. Die Frage ist, ja doch, wir sollten schon eher, was ist das? Keine Ahnung. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir eher hier auf dieser Seite oder auf dieser Seite sind. Aber eigentlich rein technisch gesehen ist es, glaube ich, hier sinnvoller, so für den Fall einer Überflutung oder sowas ähnliches. Nicht, dass es sowas im Transport Fieber geben würde, aber man kann es ja sich vorstellen. So, genau. Einmal da so die Kurve. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Ich denke mal, die Straße muss erstmal dran glauben. Sorry, liebe Stadt. Genau. Einmal so. Und einfach so. Kriegen wir hier einen Bahnübergang hin? Mal gucken. Einmal ein bisschen geplättet. Dann die Straße. Vielleicht so und da rein. Aber das sieht aber nee. Hat aber auch hier aufwärts gebaut. So. Einmal bitte abwärts. Und da rein. Ah, schon ein bisschen besser. So. Wo
sind wir? Wir sind bei 20 Minuten in der Folge. Vielleicht schaffen wir das sogar, in aller Schnelle noch sogar mitzufahren. Wo sind meine Gleise hin? Spiel. Okay. Also wir können das Spiel wieder laufen lassen. So. Einmal dahin. Bisschen kurvig. Einmal so. Zack. Straße weg. Müssen wir hier rein. Hier können wir eigentlich eine Brücke vielleicht nehmen. Nehmen wir die. So. Und so. Gut, dann haben wir das. Dann können wir hier mal Signale hinpacken. Hier kommen die guten alten Hauptsignale, Formsignale. Genau, also wir fahren ja praktisch nur eingleisig. Also so. Ich muss natürlich trotzdem beide Richtungen in diesem Sinne signalisieren. Autosave. Los. Einmal hier und einmal vielleicht da. Zack, zack. Hier und dort. So. Komisch, dass hier immer wieder Sachen einfach ausgeblendet werden. So. Dann praktisch einmal hier ein Signal, da ein Signal. So. So, dann einmal von hier über hier nach da, nach da. Genau, das passt schon. Das ist dann Ring BV1. Du bist auch im richtigen Gleis dort und einmal praktisch von hier über hier nach da nach dort und genau, das passt auch schon perfekt und da, ja, das passt von den Fahrwegen auch. Das ist dann Ring BV2. Also BV für Blue Valley. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir da mit einem Depot reinkommen. Ich habe da eine Idee.
Gleise. Einmal praktisch hier raus. Und nicht so. Zack. Gebäude. Depots. Dann nehmen wir das hier und stellen das mal hier daneben. Jo, so. Zack. Okay, dann einmal kurz gespeichert. Und dann würde ich sagen, können wir schon mal für Ring BV2 einen Zug kaufen. Dann könnten wir eigentlich mal einen Triebzug nehmen. Wie wäre es damit? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht auf der Karte, oder? Elektrotriebfahrer, ja doch, weil die 420 haben wir schon. So ein Flirt wäre auch nicht schlecht. 430, was haben wir mit diesen Triebzügen? Ohne 611, die passt super. 628. Also, ich hätte einmal gerne hier die 628 für Ring BV2. Du kannst dich schon mal auf den Weg machen. Und jetzt muss ich auch noch irgendwie in das Gleis reinkommen. Jetzt wird es ganz experimentell. Na, schade. Klappt genau nicht. Oder? Ah, es klappt. Es klappt. Und hier ist ein Flirt von Abellio. Kommt auf BV1. Nicht schlecht. Wie sieht es im Führerstand aus? Ja. Nicht so schön, aber da keinen gescheiten Führerstand. Ja, sieht doch ganz hübsch aus, oder? Also die Karte. Hier können wir natürlich jede Menge weitere Züge drauf packen, sofern sich das lohnen sollte in irgendeiner Form. Und hier rechts und links fehlt natürlich jede Menge dekorative Assets und so weiter. Aber das kommt noch alles mit der Zeit. Schaut an, guck mal, da vorne ist der andere Zug. Ich habe gar nicht geguckt, was die VMAX von dem Zug ist, aber ich denke mal 120 würde er auch schaffen. Und viel mehr lassen ja die Gleise gar nicht zu. Ist ja auch vielleicht okay, das entschleunigt das Ganze so ein bisschen. Na, wo ist er? Da ist er.
Na. Mal so aus Fragers Perspektive mal geguckt. Gut, der Innenraum ist halt wirklich nicht schön. Schön entlang der Berge. Das hat doch was. Hier fehlen auf jeden Fall so ein paar Wanderwege und alles mögliche. Hier so eine Berghütte und alles. Das ist so Zeugs, das ich dann im Off mache und euch dann zeige. Hier hat ein bisschen Terrain gefehlt. Dann jetzt einmal hier diesen ziemlich cool aussehenden Bahnhof. Kann man dadurch die Gleise durchgucken, aber das ist nicht so schlimm. Wir warten sogar Leute. Schaut an. Unsere ersten Fahrgäste. Und zwar in beide Richtungen. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Uns müsste jetzt auch gleich in ein paar Augenblicken der Gegenzug entgegenkommen. Vielleicht jetzt hier hinter dieser Kurve. Na, wo ist er denn? Da ist er. Gut, der hat, glaube ich, nicht so eine gute Beschleunigung wie jetzt hier der Flirt. Ne? Also, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ob die Linie Plus machen wird, weiß ich nicht. Ich mag es zu bezweifeln, aber. Es muss ja kein Plus machen. Das ist jetzt praktisch nur so eine kleine Nebenquest für mich. Dass wir erstmal gucken, dass wir vielleicht doch tatsächlich mit den ein oder anderen Linien ein wenig Gewinn machen. Einfach weil es, ja, nicht schadet, ne? So, hier sind auch schon ein paar Fahrgäste. Schön, also hier würde ich auch gerne wohnen, muss ich sagen. Hier vorne in den Gebäuden da oben, mit bestem Blick auf die Züge und auf den See, auf die Brücke da hinten, auf den Berg da oben. Ja, kann man mitleben, ne? Und dann geht's wieder zurück nach Blue Valley. Okay, hier huggelt es ein bisschen. Ich sehe es. Ich glaube, die Straße reiße ich nochmal ab und es wird dann nochmal neu gebaut. So, sehen wir den Gegenzug irgendwo? Ne, ich glaube, wir sind ein bisschen schneller. Ganz kurz hier aus der Perspektive noch geguckt. Die Straße könnte man aufwerten. Nee. Was unser Fernbusbrühl macht, das möchte ich auch noch kurz gucken, ob da jetzt irgendwelche Menschen schon stehen. Und einmal hier rein in den Bahnhof. Gut, das Signal ist jetzt nicht so ideal, ne, dass es hier praktisch am Bahnsteigsanfang steht.
Okay, der Bahnhof sieht in Transomworld etwas besser aus, aber das ist natürlich gar kein sinnvoller Vergleich. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.